musste sie ihre eigenen Ausscheidungen essen oder trinken. Das kann ich euch nicht... Hallo Freunde, viele von euch haben es sich gewünscht. Ich habe mich echt gewundert, aber es haben richtig viele Leute in die Kommentare geschrieben, dass sie True Crime Stories mal wieder sehen wollen. Und ich habe hier ein passendes Video für euch gefunden. Der grausame Hello Kitty Mord Dokumentation 2021 geht nur 11 Minuten. Ich hoffe, das Video wird nicht gelb, sonst wäre das sehr, sehr schade. Ich bin auf jeden Fall ein kleiner Schisser, deswegen wird es bestimmt jetzt lustig. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich interessiere mich sehr für True Crime Stories und finde die sehr geil. Und ihr anscheinend auch, deswegen schauen wir mal rein. Let's go. Ach ja, und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Super. Für das heutige Video reisen wir ins China der 90er Jahre, genauer gesagt nach Hongkong. Die Straßen waren voll, die Stimmung war gut. Die Leute besuchten, so wie heute auch, in ihrer Freizeit gerne Bars und Lokalitäten. Fan Manye arbeitete als Bedienung in einem beliebten Nachtclub und wusste noch nicht, an was für Menschen sie in den nächsten Jahren durch ihren Job geraten würde. Auch wusste sie nicht, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis man sie erst brutal foltern und kurz darauf ihren abgetrennten Kopf aus einer entstellt wirkenden Hello Kitty Plüschfigur ziehen würde. Oh mein Gott, deswegen, ich habe mich gerade gefragt, warum Hello Kitty Mord? What the fuck? Im heutigen Video begeben wir uns auf die Spur des brutalen und verstörenden Hello Kitty Mordes. Einem der schockierendsten Mordfälle Chinas, der nur durch den spukenden Geist der verstorbenen Fan Manye aufgeklärt werden konnte. Alter, was? Was geht denn jetzt ab? Dünn, dünn. Fan Manye hatte es schon als Kind nicht einfach. Ihre Eltern wollten nichts von ihr wissen und so wuchs sie in einem Mädchenheim auf. Im Alter von 16 Jahren wurde sie dann aus dem Heim geschmissen, da sie zu alt wurde. Von da an lebte sie auf der Straße. Um die Kälte der Straße zu ertragen, begann Fan Drogen zu nehmen. Und um ihre Abhängigkeit bezahlen zu können und nicht zu verhungern, fing sie an, sich zu prostituieren. Sie arbeitete die nächsten Jahre immer wieder als Hostess und bekam letztendlich einen Job als Bedienung in einem Nachtclub. Ich stelle mir das Leben irgendwie als Prostituierte so gefährlich vor, weil die gehen ja auch meistens in Hotels und sowas von den Männern halt und dann, Digga, kann keine Ahnung, was passieren, Alter. Damit konnte sie sich endlich ein halbwegs normales Leben finanzieren. Ihre Drogensucht wiederum wurde sie nicht los. 1997 lernte sie im Alter von 21 Jahren Chan Man-yok im Nachtclub kennen. Der damals 32-Jährige war Zuhälter und Drogendealer. Fan Manye gefiel ihm und er bot ihr an, für ihn zu arbeiten. Fan willigte ein und begann sich von da an für ihn zu prostituieren. Zwei Jahre lang schien das gut zu laufen. Doch dann machte sie einen folgenschweren Fehler. Oh mein Gott, das klingelt bei mir wie gruselig, Alter. Junge, ich hatte gerade legit Angst, die Tür zu öffnen, ne? Die Folter und der Mord steht da. Ich mach mal meine Cam runter. Im März 1999 stahl Fan Manye $4000 von Chan. Oh nein. Sie war verzweifelt und brauchte das Geld, um sich neue Drogen zu kaufen. Oh nein. Doch Chan bemerkte dies schnell. Alter, auf dem Bild sieht ja übel clean aus, so. Also von ihr würde ich als letztes denken, dass sie Drogen nimmt. War sehr wütend auf sie. Nie hat es jemand gewagt, ihn zu beklauen. Er stellte Fan ein Ultimatum. Sie sollte ihm das Geld binnen kürzester Zeit zurückzahlen, inklusive einer Strafe von $10000. Eine absurde Summe, mit der er ein Zeichen setzen wollte. Doch Fan konnte ihm nur die gestohlenen $4000 zurückgeben. Mehr Geld hatte sie nicht. Daraufhin beauftragte Chan seine beiden Angestellten, den 27-jährigen Leung Ching Cho und den 21-jährigen Leung Wang Yun, die 23-Jährige zu entführen und brachte sie in ein Apartment in der Granville Road in Tsim Sha Tsui. Junge, das ist aber auch wirklich echt nicht schlau, einem Zuhälter Geld zu klauen, Alter. Aufgepasst, für die folgenden Passagen muss ich eine Triggerwarnung bezüglich grausamer Gewalt und Vergewaltigung aussprechen. Denn das, was die Fan antaten, ist unsäglich. Oh Gott, das wird sowas von gepiepst. In diesem Apartment sperrten sie sie ein, vergewaltigten sie
und zwang sie dazu, mit anderen Männern zu schlafen, damit sie so ihre Schulden bezahlt. Oh Gott, Alter. Doch das reichte ihnen nicht aus. Nach einiger Zeit fing sie auch an, Pfannen mit Metallrohren und Möbelteilen zu verprügeln und ihre Haut zu verbrennen. Boah. Während der gesamten Folter zwang sie sie dazu zu sagen, dass sie die Schläge genießen würde. Wenn sie Hunger oder Durst hatte, musste sie ihre eigenen Ausscheidungen essen oder trinken. Das kann ich euch nicht... Oh. Dadurch, dass Fan durch die Folter mittlerweile entstellt war, weigerten sich die Freier für Sex mit ihr zu bezahlen. Das machte Chan noch wütender und so wurde die Folter von da an noch brutaler. Oh mein Gott, was machen die mit ihr? Junge, wie kann ein Mensch zu sowas in der Lage sein? Also das ist, deswegen werdet einfach nicht kriminell, Leute. Zu diesem Zeitpunkt hatte Chan eine 14-jährige Freundin. Das Mädchen, was in den Medien nur den Spitznamen Afong erhielt, um ihre Identität zu schützen, war ebenfalls Prostituierte, doch hatte eine engere Bindung zu Chan. Eines Tages betrat sie das Apartment und sah, wie Männer immer wieder gegen den Kopf von Fan trafen. Zuvor wusste sie nichts von der Entführung und war schockiert über das, was sie sah. Trotzdem, wahrscheinlich aufgrund der Gruppendynamik, beteiligte sie sich in den folgenden Tagen und Wochen ebenfalls an Fans Folter. Tagen und Wochen. Und eine 14-jährige. Digga, was geht denn da ab? Als sie später gefragt wurde, warum sie mitmachte, sagte sie nur, weil es nach Spaß aussah. Krank. Absolut krank, Alter. Nachdem Fan Manier einen Monat lang gefoltert wurde, fand Afong sie eines Morgens tot im Apartment. Den Abend zuvor hatte Fan freiwillig Meth konsumiert. Und bis heute ist nicht geklärt, ob sie an einer Überdosis oder an den Folgen ihrer Verletzungen starb. Die Männer reagierten schnell. Zunächst... Ich will gar nicht wissen, wie sie am Ende aussah, Alter. Junge, ein Monat lang... ...sie die Leiche in eine Badewanne mit Eis gefüllt. Irgendwann willst du doch nur sterben. Dann zerstörten sie Fans Körper und kochten die einzelnen Teile, um den Verwesungsgeruch zu vermeiden. Die Männer kochten auf dem gleichen Herd, auf dem sie auch jeden Tag ihr Essen zubereiteten. Die Fleischreste entsorgten sie mit dem restlichen Müll über den Haushaltsmülleimer. Ein paar innere Organe und einen Zahn hoben sie als Trophäe auf und packten diese in eine Plastiktüte. Oh mein Gott, wie krank! Auch den Kopf von Fan wollten sie nicht entsorgen. Sie kochten ihn in einem großen Topf und steckten ihn anschließend in eine Hello Kitty Meerjungfrauenpuppe. Halt's Maul. Da ist einfach dieser Kopf drin. Oh, das Geständnis. Ich tippe, es war die 14-Jährige irgendwann. Einen Monat lang kam sie mit ihrem Verbrechen davon. Doch im Mai 1999 betrat Afong das nahegelegene Polizeirevier. Sie konnte mit ihrer Schuld nicht leben und erzählte den Polizisten, dass sie seit ihrem Tod von Fan Manjes Geist verfolgt werden würde. Boah. Die Polizei, die ihr erst keinen Glauben schenkte, begleitete sie dann doch zum Apartment. Dort fanden sie dann den Plastikbeutel mit den Organen und die Hello Kitty Puppe, in der sich immer noch Fans Kopf befand. Als ob immer noch nach einem Monat... Hey Bro, was geht denn da für eine Scheiße ab? Doch auch das restliche Apartment hinterließ einen sehr gruseligen ersten Eindruck. Überall standen Hello Kitty Puppen und Plüschtiere. Auch die Decken und Gardinen zierte das Gesicht der fröhlichen Katze. Oh mein Gott, was? Die Polizei glaubte Afong und verhaftete unmittelbar die drei Männer, die für Fans Tod verantwortlich waren. Der Prozess erfolgte schnell und dauerte insgesamt 6 Wochen und 4 Tage. Da es nicht viele Überreste gab und nicht geklärt werden konnte, ob Fan nun an einer Überdosis oder den Verletzungen verstorben war, wurden die Männer nur wegen Totschlags verurteilt. Never, never. Junge, manche Gesetze sind ja wirklich so dumm. Ich dachte schon, in Deutschland ist es dumm, Alter. Was für Totschlag, Alter. Sie selbst sagten einstimmig, dass sich Fan freiwillig eine Überdosis gegeben hätte, um den Qualen endlich ein Ende zu bereiten. Afong kooperierte mit der Polizei und bekam letztendlich Straffreiheit dafür, dass sie gegen die Männer aussagte. Sie beschrieb die Folter detailliert und sagte auch vor Gericht, dass sie sich dadurch erhoffe, den Geist von Fan Manjes loszuwerden,
der sie seit ihrem Tod auf Schritt und Tritt verfolgt. Ich frage mich aber, warum sie das denkt, dass sie so verfolgt wird. Hat die so übel Pech oder was? Oder übel zahllos wegen den ganzen Drugs? Aufgrund der besonderen Grausamkeit der Folter erhielten alle drei Männer eine lebenslange Freiheitsstrafe, die erst nach 20 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Ja, okay. Afong wurde aufgrund ihrer Immunität freigesprochen. Krass. Der Richter sagt, komplett frei. Anschließend, noch nie hat ein Gericht in Hongkong von einem Fall von solcher Grausamkeit, Verdorbenheit, same, Gefühlslosigkeit, Brutalität, Gewalt und Bösartigkeit gehört. Ob Afong nach dem Urteil weiterhin Fans Geist sah, ist unbekannt. Allerdings sagten Bewohner des Apartmentkomplexes, in dem Fan Manier gefoltert wurde, aus, dass sie nachts immer wieder eine Frau weinen gehört und Lichter flackern gesehen hätten. Niemals, Bro. Holy shit, ist das gruselig. Ich würde da nicht mehr wohnen können. Wäre ich irgendein Nachbar oder so, ich würde da sofort ausziehen. Das wäre mir viel zu gruselig. Ich bin so ein Schisser. Außerdem tauchten wochenlang überall im Haus verteilt Hello Kitty-Puppen auf. Dabei Alter, wird es sich sehr wahrscheinlich einfach um einen makabren Scherz von jemandem handeln. Dennoch Voll führt lustig. Es dazu, dass die Bewohner reihenweise ausgezogen sind. Ja, normal. Letztendlich konnten keine neuen Mieter gefunden werden, woraufhin das Haus abgerissen und ein Hotel an seiner Stelle errichtet wurde. Ich würde nicht mehr zum Hotel gehen. Und damit sind wir schon am Ende des heutigen Videos angelangt. Meiner Meinung nach ein nicht nur brutaler, sondern auch richtig gruseliger Fall. Ja. Allein das Bild der Hello Kitty-Puppe werde ich so schnell nicht mehr vergessen. Und vielleicht werde ich die kleinen asiatischen Katzen von nun an etwas anders betrachten. Was denkt ihr über den Fall? Geisteskrank, absolut geisteskrank. Hat sich Fan Manier selbst Gerechtigkeit geholt, indem sie Afong als Geist heimsuchte? Oder seht ihr das eher so wie ich und denkt, dass die 14-Jährige psychisch so sehr unter der Situation litt, dass sie irgendwann Halluzinationen bekam? Ja, mit 14, Alter, Bro. Also ich glaube nicht so an Geister-Stuff, no joke. Bin ich ehrlich zu euch? Ich denke, das waren einfach nur die Halus, ne? Sehr, sehr geiles Video. Was ein brutales Verbrechen, Alter. Was haben die mit dieser Frau gemacht? Was sind Menschen in der Lage, Alter? Naja, Freunde, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Was denkt ihr von dem Fall? Ich denke mal, wir sind uns da alle einig, dass es absolut geisteskrank ist. Das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like da und ein Abo, falls ihr mehr von True Crime sehen wollt. Das macht mir sehr, sehr Spaß. Haut rein, Leute, und ciao.